Willkommen Leute zu dieser Folge, oder Video wieder. Selber Location, das bedeutet, wir haben wieder ein Unboxing. Und heute, ihr wisst es wieder natürlich nicht, was das ist, aber das ist dieses schöne Paket hier. Ist immer noch eingepackt, von daher packen wir das jetzt gleich aus. Okay, das ist ganz eingepackt und wir reißen es natürlich wieder auf. Und das sieht man es auch, beschädigt sogar, ja moin. Aber das ist ja eigentlich egal, wenn das Teil innen drin nicht beschädigt ist. Und das, was ich mir gekauft habe, ist ein Xbox One Controller, wireless, mit so einem Adapterteil. Und ich will es ganz vorsichtig aufmachen. Und da ist es nochmal verpackt. Hier liegt einfach so eine Verpackung oben drüber. Und das hier ist eigentlich zerrissen hier, aber ist ja nicht so schlimm eigentlich. Kann man ja eigentlich fixen, wenn man das haben will. Und hier ist der Controller, Leute. Meine Damen und Herren. So sieht der aus. Richtig, richtig nice. Habe ich mir... Oh, der ist geil. Wiegt auch ein bisschen. Und natürlich hier zum PC, den man hier reinpackt. Das ist einfach ein USB mit einem Knopf hier an der Seite. Und zwei Batterien. Bis jetzt. Und noch, ja moin. Und noch so ein übelst langes, oder ein langes, auf jeden Fall ein längeres Kabel. Controller weg. Was wir natürlich auch auspacken. Zack. Und das seht ihr jetzt, Leute. Das hat eigentlich, das ist voll lang eigentlich. Und ihr seht, das packt man am PC und hier kann man dann irgendwas anderes, halt Aufladeteil reinpacken. So, das war's eigentlich, was hier drinne war. Und dann kommt das hier rein, ne? Oder? Kann man das eigentlich, das frage ich mich jetzt gerade. Hier Batterien, zwei Batterien, das sind nicht viel. Weil ich sehe hier und hier. Ist das hier für so ein Teil, was man hier haben kann? Oder, ich weiß nicht. Aber das wäre es eigentlich für dieses ganz kleine Video. Ich will eigentlich nicht so viel drumherum labern. Weil ich finde das eigentlich unnötig, die ganze Zeit hier eine Viertelstunde ein Video zu machen, wo das 5 Minuten dauern kann. Darum sind meine Videos auch nicht immer so krass lang, weil ich einfach auch der Typ bin für nicht so lange Videos. Das tut mir leid, wenn ihr lange Videos mögt. Aber ja, manchmal finde ich selber das auch nervig. Aber ihr seht, hier ist der Controller. Richtig, richtig geil. Ja, das wäre es eigentlich schon für diese Folge. Dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.